Bonjour, meine lieben Freunde. Wie nett, dass Sie auch in diesen hektischen Tagen die Zeit gefunden haben, vorbeizuschauen. Viel ist geschehen in letzter Zeit. So auch mit Phileas Fogg und seinen Freunden. Zuletzt hatte ihn das Goldfieber gepackt, doch inzwischen sind er, seine liebe Frau Aouda und der unermüdliche Passepartout wohlbehalten wieder nach London zurückgekehrt. Wie Sie sicher wissen, ist Fogg ein gern gesehener Gast im vornehmen Reformclub. Und genau dort setzt unsere heutige Geschichte ein, die uns zusammen mit unseren Abenteurern mitnimmt auf eine unheimliche und überaus gefährliche Fahrt mit der legendären Propellerinsel. Doch zunächst lassen Sie uns die Türen des Reformclubs öffnen. Können Sie schon den Duft der teuren Zigarren riechen? Tja, mein lieber Fogg, da ist er nun, der Tag des Abschieds. Lord Cunningham, ich hörte bereits, dass Sie England für immer den Rücken kehren wollen. Gefällt es Ihnen nicht mehr bei uns? Das sagt jemand, der selbst jede Möglichkeit nutzt, um dem ungesunden Klima hier zu entkommen. Es gibt nur noch eine Sache, die in diesem Land noch schlimmer ist. Die unerträgliche Langeweile. Meinen Sie wirklich? Sehen Sie sich doch mal hier um, mein lieber Fogg. Die Männer hier in diesem Club. Sie sind nicht nur alt, nein, die meisten von ihnen sind sogar bereits tot. Sie wissen es nur noch nicht. Sie schleppen sich jeden Tag hierher und reden über Tennis und Cricket. Und während sie da sitzen und reden, werden sie immer dicker, bis ihnen irgendwann das Herz stehen bleibt. Wenn sie die Langeweile nicht vorher dahin gerafft hat. Ich werde keiner von diesen bedauernswerten Pantoffelhelden sein. Vor mir liegen vielleicht noch 15 gute Jahre, Fogg. Und die will ich verdammt nochmal genießen. Das klingt nach einer kostspieligen Reise, die Sie da vorhaben, Euer Lordschaft. Und wenn schon. Mitnehmen kann ich schließlich nichts. Das fehlte mir noch, dass ich mein hart erarbeitetes Vermögen meinen faulen Söhnen in den Rachen werfe und ihren Frauen, diesen hässlichen Nebelkrähen. Und wo soll diese geheimnisvolle Reise denn nun hingehen? Können Sie ein Geheimnis für sich behalten? Kommen Sie hier herüber in die Nische. Jetzt machen Sie mich aber neugierig. Haben Sie auch nur eine ungefähre Vorstellung davon, was das hier ist? Nun, ich würde sagen, ein Ticket, ein etwas überdimensionales. Mein lieber Fogg, das ist nicht einfach nur irgendein Billett, mit dem Sie über die sieben Weltmeere schippern können. Womöglich auf einem dieser unsäglichen Dampfer, die voll von Leuten sind, wie man sie in diesem Club findet. Nein, das hier ist weitaus mehr. Und wenn ich Ihnen sage, wie viel mich dieses Stück Karton gekostet hat, würden Sie mich auslachen oder einen Spinner nennen. Ich bin von beiden Extremen gleich weit entfernt, my Lord. Das hier ist ein Ticket für die Propellerinsel. Die was? Es klingt profan, nicht wahr? Ich hätte auch vermutet, dass man etwas so Einzigartigem einen klangvolleren Namen verleiht. Das meine ich nicht. Sie sehen mich nur erstaunt, weil ich diesen Namen nicht zum ersten Mal höre. So? Aber es wissen nur wenige Eingeweihte davon. Leute wie ich, die eines der Tickets erworben haben. Oh Gott, sagen Sie nur nicht, dass noch jemand aus diesem Club davon gesprochen hat. Nein, nein, ich hörte vor einiger Zeit in Klondike von dieser Insel. Ein sterbender Texaner hat mir davon erzählt. Es war sein größter Traum, diese Insel zu betreten. Er hat sich nicht mehr erfüllt. Das ist bedauerlich. Ich hingegen werde in San Francisco an Bord gehen, und zwar in genau einer Woche. An Bord gehen. Ich weiß gar nicht, ob diese Bezeichnung überhaupt zutreffend ist. Immerhin handelt es sich bei dieser Insel um ein architektonisches Wunder. Eine schwimmende Welt. Nun, wenn das so ist, dann wünsche ich Ihnen einen angenehmen Aufenthalt, Lord Cunningham. Ich glaube, Sie werden mir tatsächlich fehlen. Eine Frage vielleicht noch. Aber bitte, mein Guter. Wer ist verantwortlich für diese Propellerinsel? Wem gehört sie, oder mit anderen Worten, wem haben Sie Ihr ganzes Vermögen überschrieben? Das Geld für die Tickets wird von einem Konsortium verwaltet. Der Eigentümer der Insel hingegen ist ein Mann, der sich Callistus Munbar nennt. Sie kennen ihn? Nein, aber ich werde seine Bekanntschaft machen, da bin ich mir sehr sicher. Nun denn, mein lieber Fogg, es wird Zeit für mich zu gehen. Leben Sie wohl.
bedeutet also, Lord Cunningham weiß gar nichts davon, dass wir ihm nach San Francisco gefolgt sind? Natürlich nicht. Ah ja, wieso natürlich? Hör zu, ich weiß von dem Hotelpagen, dass der Lord heute Nachmittag ein Telegramm erhalten hat. Demnach trifft er sich um genau diese Stunde da drüben mit niemand Geringerem als Callistus Munbar. Aber warum bestellt er Cunningham in so eine üble Gegend? Die Gasse dort würde ich nicht mal bei Tageslicht betreten. Ja, genau, das ist der Punkt, der mir auch nicht gefällt. Sie sind immer noch versessen darauf, zu erfahren, wer dieser Mr. Munbar ist? Sagen wir so, es reizt mich, einen Blick auf den Mann zu werfen, der ein so gigantisches Projekt ins Leben gerufen hat und der, ganz nebenbei bemerkt, ein noch viel größeres Kapital auf seiner künstlichen Insel bündelt. Sie denken, der Mann könnte ein Betrüger sein? Vielleicht existiert er nicht einmal, wer weiß. Umso mehr drängt es mich, in Erfahrung zu bringen, mit wem sich Lord Cunningham da trifft. Aha. Ich beginne allmählich zu glauben, dass man uns mit dieser Adresse ganz bewusst in die... Still! Was kam aus der Gasse dort? Nein! Nicht! Hilfe! Hilfe! Das ist Cunningham! Schnell, Passepartout! Woher kam der Schrei? Mon Dieu, die Straße liegt vollkommen im Dunkeln! Da vorne! Ein schwacher Lichtschein. Da geistert jemand mit einem Licht durch das Haus. Jetzt ist es erloschen. Ob man uns bemerkt hat? Höchstwahrscheinlich. Verdammt, wo ist der Eingang? Warum nehmen wir nicht einfach diesen hier? Schneller, Passepartout. Schon erledigt, Sir. Bitte einzutreten. Wenn Sie mir Ihre Hand reichen, ziehe ich Sie durch das Fenster. Los doch! Man sieht die Hand vor Augen nicht. Aber wir sind im richtigen Haus. Unser unbekannter Freund hat sein Licht eine Sekunde zu spät gelöscht. Psst! Da oben ist jemand, hörst du? Lord Cunningham, wo sind Sie? Die Schritte sind verstummt. Wer auch immer da oben ist, er hat uns gehört. Hier vorne ist eine Treppe. Hast du denn noch kein Streichholz, Passepartout? Natürlich, sofort. So. Nach oben, schnell! Wir sollten vorsichtig sein. Irgendjemand ist da oben bei Cunningham. Der Korridor. Da vorne rechts ist eine Tür angelehnt. Hören Sie doch, Sir. Da ist jemand. Ich werde die Tür jetzt öffnen. Auf drei. Eins. Zwei. Achtung, Sir! Verdammt, mein Streichholz! Halte ihn auf! Er darf uns nicht entkommen! Er ist die Treppe runter! Ich fürchte, den holen wir nicht mehr ein! Oh, verdammt! Wer um alles in der Welt war das? Hast du ihn nicht erkennen können? Ja, leider ließ mich das Streichholz genau im entscheidenden Moment im Stich. Hier! Das kam aus dem Zimmer dort, schnell! Ich bin hier! Es ist Cunningham. Er liegt am Boden in einer Blutlache. Können Sie mich hören, mein Lord? Fogg? Was ist denn nur geschehen? Man hat Sie in eine Falle gelockt. Sie sind schwer verletzt. Wer hat Ihnen das angetan? Haben Sie den Kerl erkannt? Nein, ich... Er war plötzlich hinter mir. Jemand presste mir etwas auf das Gesicht. Ich kann mich nichts mehr erinnern. Wir müssen einen Arzt verständigen, Sir. Nein, Passepartout. Ich fürchte, hier kann kein Arzt mehr helfen. Er stirbt. Fogg? My Lord. Oh, wie es aussieht, werde ich nun eine andere Reise antreten. Oh, bitte, versprechen Sie mir... Ganz ruhig, Cunningham. Sprechen Sie langsam. Finden Sie den Kerl, der mir meinen Traum geraubt hat. Bitte, versprechen Sie es. Ich verspreche es, mein Lord. Leben Sie wohl, Mr. Fogg. Oh. Sacre! Was um alles in der Welt ist hier passiert, Sir? Man hat Cunningham in diesem Haus in eine Falle gelockt. Sein Mörder hat ihn zunächst chloroformiert und ihm dann die Kleidung geraubt. Warum sollte jemand so etwas Perfides getan haben? Er hatte doch sicher keine Wertsachen bei sich. Doch, Passepartout. Das Wertvollste überhaupt.
Sein Ticket für die Propellerinsel. Mon Dieu! Sie denken, dass der Mörder vorhat, die Insel als Lord Cunningham zu betreten? Genau das. Dann sollten wir uns beeilen, Sir. Denn nach meinen Informationen legt die Insel in genau 21 Minuten ab. Tot? Was soll das heißen? Ich meine, wer hat das getan? Der Mörder ist uns vor der Nase entwischt, noch ehe wir ihn erkennen konnten. Wir befürchten, dass er sich anstelle des Lords unerkannt auf die Insel stehlen will. Aber das ist ja furchtbar. Der arme Cunningham. Und in diesem Gewühl werdet ihr den Mann niemals stellen, wenn ihr nicht einmal wisst, wie er aussieht. Er wird versuchen, den letzten Dampfer zu erwischen, der zur Insel rüberfährt. Aber wenn er clever ist, hat er die Absperrungen schon längst passiert. Und er hat uns gegenüber einen entscheidenden Vorteil. Er hat ein Ticket. Hoffnungslos. Auf diese Weise überblicken wir die Menschenmenge niemals. Es ist überall dasselbe mit den Schaulustigen. Kommen Sie hier entlang. Wir können uns an der Absperrung entlanghangeln. Die Menge verlagert sich... Pardon, Monsieur. Nein. Das tut mir entsetzlich leid. Habe ich Ihnen wehgetan? Wie? Nein, mir ist nichts geschehen. Ich hoffe allerdings, dass ich das von meiner Violine auch sagen kann. Verzeihen Sie bitte. Ich muss Sie einfach übersehen haben. Schon gut, das passiert mir häufig. Aber das ist jetzt sowieso alles egal. Was ist mit Ihnen, Sir? Können wir Ihnen irgendwie helfen? Ich wüsste nicht wie, Madame. Der letzte Dampfer zur Insel legt in wenigen Minuten ab. Und wenn meine Kameraden nicht gleich eintreffen, wird er das wohl ohne mich tun. Ihre Kameraden? Wir sind ein Streicherquartett, wissen Sie? Und wir hatten uns hier am Pier verabredet. Leider scheinen es die anderen nicht rechtzeitig geschafft zu haben. Tja, das wäre unser erstes richtiges großes Engagement gewesen. Ein ganzes Jahr lang für die Reichsten der Reichen musizieren. Und dann scheitert alles an einer verspäteten Kutsche. Sie Armer, Sie tun mir wirklich leid. Vielleicht kommen Sie trotzdem an Bord, wenn Sie nachweisen, dass man Sie als Musiker für die Fahrt engagiert hat. Die Tickets sind nicht das Problem, die Instrumente auch nicht, die habe ich alle bei mir. Aber können Sie mir verraten, wie ich als Einzelner ein Streicherquartett darstellen soll? Moment mal, wie war das? Sie haben 4 Tickets in der Tasche und gehen trotzdem nicht an Bord? Monsieur, man erwartet 4 Musiker, die jeden Abend beim großen Gala-Dinner aufspielen. Sehen Sie mich an. Momentan gehe ich nicht mal als ein ganzer Geiger durch. Es ist zum Verzweifeln. Ach, wie gut, dass Sie da an uns geraten sind und an niemand anderen. Monsieur... Mein Name ist Frascolin. Und wie darf ich Ihre Worte verstehen? Ganz einfach. Wir drei sind Musiker. Oh, natürlich. Vielleicht nicht von dem Kaliber wie Ihre 3 vermissten Kameraden, aber immerhin haben wir schon einige Erfolge aufzuweisen. Nicht wahr, Mr. Fogg? Aber ja, war unsere Darbietung am Hof Ihrer Majestät etwa kein herausragendes Ereignis? Ganz zu schweigen von... Der großen Eröffnungsfeier des Parlaments im vergangenen Jahr. Musiker sind Sie? Und spielen Sie auch ein Instrument, Madame? Was, ich? Oh nein. Oder doch. Ich spiele Ukulele und ich singe. Sie tanzt auch sehr bezaubernd. Sie tanzt? Ja, aber nur manchmal. Hören Sie, Monsieur Frascolin, der Dampfer legt gleich ab und die Insel ebenfalls. Sie sind Musiker. Sie haben 4 Tickets und suchen 3 Gleichgesinnte. Hier sind wir. Wie nennen Sie das also? Ich will verdammt sein, aber Sie sind meine letzte Rettung. Ach, herrje. Wir müssen uns sputen, sonst legt der Kahn da vorne ohne uns ab. Dann nichts wie los. Na, wer sagt's denn? Das ging doch wie geschmiert. Gut gemacht, Passepartout. Wenngleich ich nicht wüsste, wann du mich je hast tanzen sehen. Na, und die Eröffnungsfeier? Und welches Parlament überhaupt? Es war das Erste, was mir in den Sinn kam. Verzeihung, Sir. Schon gut, es hat ja seinen Zweck erfüllt. Wir haben Tickets für die Insel. Damit konnten wir doch gar nicht rechnen. Ich fürchte nur, dass wir dem armen Frascolin ganz schöne Scherereien verursachen, wenn sich herausstellt, dass... Was seht ihr mich so an? Ihr wollt doch nicht ernsthaft, dass ich jeden Abend singe. Wir werden uns schon etwas einfallen lassen, um das zu verhindern. Oh, da sind wir, gerade noch rechtzeitig. Puh, das wird ein ganz schönes Gedränge geben. Warten Sie, ich gebe Ihnen die Tickets. Wo habe ich sie nur? Ah, da.
Besten Dank, Monsieur Frascola. Hey, Ordner! Dieses Gepäck muss unbedingt noch mit. Hallo, sind Sie taub? Was ist, Phileas? Kannst du den Kerl irgendwo entdecken? Nein, bisher nicht. Aber sieh dich um. Alles ist voller Menschen. Und auf dem Kahn drängen sie sich dicht an dicht. Wir werden ihn finden, Sir. Auf der Insel kann er uns nicht entkommen. Ach nein? Am Pier haben sie gerade die Scheinwerfer eingeschaltet. Sieh dir das schwimmende Monstrum nur genau an, alter Junge. Oh, mon Dieu. Das ist Trell. Überwältigend. Propellerinsel, von ihren Erbauern auch Standard Island genannt, war eine schwimmende Welt. Eine Welt, in der es an nichts mangelte. In ihrer Hauptstadt Milliard City gab es für die Reichen alles, was ihr Herz begehrte. Kurzum, viele hatten hier das Paradies gefunden, nach dem sie ihr Leben lang gestrebt hatten. Sie waren frei, fern von allen Zwängen, die ihnen das Leben auf dem Festland auferlegte. Vor 6 Jahren war eine Gesellschaft gegründet worden, die den Bau der Insel in Auftrag gab. Die ersten 2 Jahre hatte man sich mit der Planung des Stahlkolosses beschäftigt, dessen Errichtung und Fertigstellung weitere 4 Jahre beanspruchte. Es gab Hotels, luxuriöse Wohnungen mit allem erdenklichen Komfort, jede Menge Restaurants, künstlich angelegte Parks und Freizeitanlagen. Und alles war miteinander verbunden durch eine elektrisch betriebene, futuristisch aussehende Bahn, zu der jeder Einwohner Tag und Nacht freien Zugang hatte. Es kostete unsere Abenteurer 2 volle Tage, sich in der Stadt der Milliardäre zurechtzufinden. Ein Name begegnete ihnen dabei immer wieder. Ein Name, der nicht greifbar zu sein schien, weil das Gesicht dazu fehlte. Ein Name, der sie zu verfolgen begann. Callistus Munbar. Guten Tag. Sie wünschen? Mein Name ist Phileas Fogg und ich wünsche augenblicklich Callistus Munbar zu sprechen. Hatten Sie eine terminliche Vereinbarung? Hören Sie, Sie haben ja keine Ahnung, was für eine Odyssee hinter uns liegt. Es geht um die Sicherheit dieser Insel. Melden Sie uns bitte sofort bei Mr. Munbar an. Ich will sehen, was sich machen lässt, aber ich sage Ihnen gleich... Warten Sie einen Moment hier. Terminliche Vereinbarung. Die hat vielleicht Nerven. Dieser Munbar muss ein unglaublich vielbeschäftigter Mann sein, wenn man bedenkt, dass ihm dies alles hier gehört. Umso mehr wird es ihn interessieren, dass auf seiner Insel ein Mörder frei herumläuft. Und zwar einer, der vielleicht Größeres im Schilde führt. Wie meinst du das? Nun, warum hat dieser Kerl Cunningham getötet? Nur um auf die Insel zu gelangen? Mit Sicherheit nicht. Also, was will er hier? Was hat er vor? Berechtigte Fragen, auf die wir... Ich habe einen Termin für Sie arrangiert, Mr. Fogg. Sie dürfen eintreten. Reizend. Besten Dank. Guten Tag, Madam. Gentlemen, bitte kommen Sie näher. Fühlen Sie sich ganz wie zu Hause. Meine Sekretärin hat mich bereits informiert, dass Sie in einer dringlichen Angelegenheit hier sind. Allerdings, ich muss Sie darüber in Kenntnis setzen, dass sich hier an Bord eine Person befindet, die im Hafen von San Francisco einen gemeinen Mord begangen hat. Lord Cunningham wurde getötet und wir gehen davon aus, dass der Mörder nun unter seiner Identität unterwegs ist. Lord Cunningham, sagen Sie? Das ist seltsam, weil er nämlich laut meinen Informationen ordnungsgemäß eingecheckt hat. Nur, dass es nicht der echte Lord ist. Wo können wir diesen Mann finden? Hören Sie, Mr. Munbar, es ist wirklich wichtig. Dieser Kerl stellt womöglich eine große Gefahr für die Insel dar. Oh, es tut mir leid, aber ich bin nicht Callistus Munbar. Hat Sie meine Sekretärin nicht darüber informiert? Mein Name ist Miles Swaggart.
Ich bin Mr. Mambas rechte Hand, wenn Sie so wollen. Aber ich dachte... In Ordnung. Mr. Swaggart also. Kann ich mit Ihnen offen über diese Angelegenheit sprechen? Ich dachte, das tun wir bereits. Also schön. Sie kommen hierher und sagen mir, dass Sie einen Mord beobachtet haben. Jemand hat diesen Cunningham umgebracht, um sich nun auf Standard Island einen ruhigen Lebensabend zu gönnen. Genau das bezweifle ich. Es ist durchaus möglich, dass der Mann noch mehr im Schilde führt. Sie sind Mr. Fogg, nicht wahr? Laut meinen Unterlagen gehören Sie einem Streichquartett an, das zur abendlichen Unterhaltung engagiert wurde. Das ist Unsinn. Wir sind durch einen glücklichen Zufall auf die Insel gelangt. Indem Sie sich beim Monsieur Frascolin fälschlicherweise als Musiker ausgaben, ich weiß. Genau genommen sind Sie ein Illegaler, Mr. Fogg. Was fange ich jetzt nur mit Ihnen an? Hören Sie, Sie müssen meinem Mann glauben. Er ist einzig und allein aus dem Grund hier, einen gefährlichen Mörder zu überführen. Warum sind Sie uns nicht einfach behilflich, den falschen Lord Cunningham ausfindig zu machen? Das würde ich auch gern wissen. Was haben Sie zu verlieren? Oh, es steht eine ganze Menge auf dem Spiel. Unsere Gäste schätzen es nicht, wenn sie in ihrer Ruhe gestört werden. Sehen Sie, diese Leute haben ein Vermögen dafür ausgegeben, um hier dabei zu sein. Ich kann nicht zulassen, dass unsere Gesellschaft durch Leute wie Sie in ein schlechtes Licht gerückt wird. Stattdessen riskieren Sie lieber, dass weitere Morde geschehen? Wer sagt mir, dass es überhaupt einen gegeben hat? Wer sagt mir überhaupt, dass Sie die Wahrheit sagen nach allem, was ich über Sie weiß? Sie wollen uns also nicht helfen. Das ist Ihr letztes Wort? Genau genommen dürfte ich Sie nicht einmal frei hier herumlaufen lassen. Aber Sie haben Glück. Standard Island verfügt über kein Gefängnis, weil Straftaten hier nämlich nicht vorgesehen sind. Ist Ihnen nie in den Sinn gekommen, dass all die Milliardäre, all dieses Kapital, das hier vertreten ist, auch andere Menschen anlocken könnte? Menschen, die ihre ach so herrliche Welt möglicherweise in eine schwimmende Hölle verwandeln könnten, der niemand mehr entrinnen kann. Jetzt ist es aber genug. Ich werde mir diesen Unfug nicht mehr länger anhören. Verlassen Sie auf der Stelle diesen Raum. Das werden wir. Und Sie selbst haben sich zuzuschreiben, was hier geschehen wird. Kommt, Aouda, Passepartout, wir verschwenden hier nur unsere Zeit. Na also, warum nicht gleich so? Vater? Julie, was? Kannst du dich nicht bemerkbar machen, Herrgott? Der Ingenieur Mr. Watson ist hier. Er lässt sich nicht abweisen. Der hat mir gerade noch gefehlt. Was will er denn? Ach, lass ihn herein. Das soll er mir selbst sagen. Ich werde ihn hereinschicken, Vater. Es tut mir leid, Kleines. Ich wollte nicht so grob zu dir sein. Verdammtes Gezwitscher. Ich kann es jetzt schon nicht mehr hören. Sir? Mr. Swaggart? Watson, was gibt es denn so Dringendes? Ich bin ziemlich beschäftigt, wie Sie sich vielleicht vorstellen können. Es geht um Gordon Summers, Sir. Er ist verschwunden. Ihr Kollege? Sie betreuen die gesamte Maschinerie da unten doch zu zweit, habe ich recht? Er ist gestern nicht zum Dienst erschienen und ich kann ihn nirgends finden. Wie kann denn so etwas passieren, Herrgott? Was haben Sie denn bisher unternommen? Ich habe mir zwei Maschinisten geschnappt und mit ihnen die gesamten unteren Decks abgesucht. Sie wissen schon, die für das Personal. Aber Summers war weder bei den Anlagen noch in unserer Unterkunft zu finden. Nichts als Ärger, seitdem wir abgelegt haben. Das war aber noch nicht alles, Sir. Was denn noch? Wir haben mehrere Blutstropfen in einem Gang gefunden, der zum Maschinenraum führt. Ja, aber das kann doch alle möglichen Ursachen... Sagen Sie mal, warum kommen Sie damit eigentlich zu mir? Warum gehen Sie nicht zu Commander Simcoe? Das habe ich getan, Sir. Der Commander hat mich daraufhin an Sie verwiesen, weil er befürchtet, dass da etwas nicht in Ordnung ist. Ich soll mir Anweisungen bei Ihnen holen. Schon gut, Watson, schon gut. Sagen Sie Simcoe, dass ich mich um diese Sache kümmern werde, ja? Um diese und um all die anderen auch. Gehen Sie jetzt wieder an Ihre Arbeit zurück und, Ja, Sir? Geben Sie mir Bescheid, falls Ihr Kollege, also falls Summers, wieder auftaucht, ja? Sie werden sehen, das ist alles nur ein Missverständnis. Nichts weiter als ein harmloses Missverständnis.
Diesen Weg hätten wir uns wirklich sparen können. Aber gut, dann eben anders. Irgendwo wird dieser Kerl ja schließlich untergetaucht sein. Aber die Insel ist an die 5 Meilen lang und 3 Meilen breit. Bis wir die ganzen Anlagen durchkämmt haben, können Tage vergehen. Seht doch mal, da vorne kommen 2 Männer. Wenn mich nicht alles täuscht, ist der eine von ihnen Frascola. Auch das noch. Nanu, ach, sieh mal einer an. Sie sind doch die... Oder vielmehr sind sie eben nicht die Musiker, für die sie sich ausgegeben haben. Eigentlich sollte ich kein Wort mehr mit ihnen reden. Es freut mich, dass sie es dennoch tun, Frascola. Und ich hoffe, dass sie uns vergeben können. Das muss ich mir noch sehr genau überlegen. Mr. Johnson hier hat einen schlimmen Eklat verhindert, indem er und ein junger Arzt die Bratsche und eine Ziehharmonika übernommen haben. Tag, die Herrschaften. Freunde von dir, Frascola. Mein Name ist Benjamin Johnson. Eigentlich bin ich gelernter Schiffskoch. Zum Glück kann ihn die Küche ab und an entbehren. Und Sie? Was tun Sie denn nun hier auf der Insel? Wir sind auf der Suche nach jemandem. Einem Mann, der sich möglicherweise Lord Cunningham nennt. Seltsame Beschäftigung. Cunningham. Sagt mir nichts. Ihnen etwa, Johnson? Nein, wir sind ja erst 2 Tage auf hoher See. Unmöglich, sich da schon alle Namen einzuprägen. Hat der Kerl was ausgefressen? So kann man es nennen. Wenn er Ihnen über den Weg läuft, sagen Sie mir unbedingt Bescheid. Sie wissen ja, wo Sie uns finden, Frascola. Natürlich. Immerhin sind wir ja so etwas wie Nachbarn. Nun denn, bis später. Vielleicht. Gut, dass der nicht nachtragend ist. Trotzdem sind wir immer noch genauso schlau wie vorher. Oh, hallo, Sie. Warten Sie bitte. Das ist doch die Vorzimmerdame von Mr. Swaggart. Was will die denn noch von uns? Oh, Gott sei Dank. Ich hatte gehofft, dass ich Sie hier noch antreffen würde. Was können wir für Sie tun? Hat Mr. Swaggart Sie geschickt? Mein Vater weiß nicht mal, dass ich hier bin. Hören Sie, ich muss mit Ihnen reden, aber nicht hier. In Ordnung. Wo dann? Kommen Sie, steigen wir ein und fahren ein Stück. Um diese Zeit finden wir sicher ein freies Abteil. Sehr gut. Komm, Aouda. Passepartout? Ich war schon ganz versessen darauf, in dieses Ding einzusteigen. Aber wir sollten uns beeilen. Der Zug fährt gleich ab. Oh, seht euch das mal an. Das ist großartig. So gut wie alles auf der Insel wird elektrisch betrieben, auch das Bahnsystem. Woher kommt denn die ganze Energie? Unter Deck gibt es 2 große Dynamos, die einen Gleichstrom von 2000 Volt erzeugen. Damit werden die Propeller versorgt, die Sie vielleicht schon unten am Hafen gesehen haben und die die Insel mit 10 Millionen PS antreiben. Oh la la! Woher wissen Sie darüber so gut Bescheid? Ich interessiere mich eben für die Insel. Sie wurde aus 270.000 stählernen Bauteilen gefertigt, von denen jedes knapp über 50 Fuß lang ist. Standard Island taucht etwa 30 Fuß unter Wasser, während sie mit etwa 23 Fuß über der Wasseroberfläche liegt. Das ist wirklich gigantisch. Sie müssen mächtig stolz auf Ihren Vater sein. Ich meine, wo er doch die rechte Hand von Mr. Munbar ist. Wie? Oh ja, mein Vater ist wie geschaffen für diese Position. Aber um ehrlich zu sein, mache ich mir ein wenig Sorgen um ihn. Kommen Sie, wir gehen nach nebenan. Sieht so aus, als könnten wir da ungestört miteinander reden. Schließen Sie die Tür. Nun, Miss Swaggart, was ist es, das Sie beunruhigt? Auf dieser Insel geht etwas vor sich. Mein Vater denkt, ich weiß nichts darüber, aber ich habe genug gehört, um mir Sorgen zu machen. Was genau meinen Sie damit? Was stimmt nicht auf Standard Island? Menschen verschwinden spurlos. Zuerst traf es ein Küchenmädchen und letzte Nacht Mr. Somers, unseren 2. Ingenieur. Sie sind wie vom Erdboden verschwunden. Das gefällt mir nicht. Vorhin hörte ich, dass Sie vermuten, dass sich ein Mörder an Bord befindet. Und da dachte ich, wäre es nicht möglich, dass er auch für das Verschwinden dieser Leute verantwortlich ist? Das ist mehr als wahrscheinlich. Aber warum tötet der Kerl wahllos Menschen? Vorsicht, Passepartout. Noch wissen wir kaum etwas über diesen Mann. Es ist durchaus möglich, dass er seine Opfer ganz gezielt ausgewählt hat. Aber wenn das wahr ist, dann wird das Morden weitergehen. Wir müssen diesen Kerl so schnell wie möglich aus dem Verkehr ziehen. Julie, hören Sie zu. Lord Cunningham wird doch sicher mit dem Kauf des Tickets auch eine Unterkunft erhalten haben. Können Sie uns sagen, wo wir die finden?
Das war einer der Gründe, warum ich wollte, dass Sie in die Bahn steigen, Mr. Fogg. Kommen Sie, ich werde Ihnen die Anlage zeigen. Wir müssen hier raus. Sieh sich das einer an. Eine Anlage von Bungalows. Einer netter als der andere. Es gibt sogar Gärten und Rasenflächen. Die Leute vom Planungsbüro haben an alles gedacht. Haben Sie keine Angst, dass Ihnen ein Sturm das alles hier wegpusten könnte? Wir sind über ein starkes Unterwasserkabel mit dem Festland verbunden. Unter anderem auch mit dem Meteorologischen Institut, welches uns vor möglichen Unwettern rechtzeitig warnt. Zudem liegt unsere Reiseroute in einer klimatisch gemäßigten Zone. Zwischen 35 Grad nördlicher und 35 Grad südlicher Breite. Faszinierend. Da vorne ist es, die Nummer 7. Das ist Cunninghams Haus. Seltsam. Das sieht aus, als wäre der Bungalow beleuchtet. Dann bin ich mal gespannt, wer uns die Tür öffnet. Da kommt jemand. Ein Schatten hinter der Tür. Vorsicht, Aouda. Ja, bitte. Sie wünschen? Mein Name ist Phileas Fogg. Verzeihung, ist dies nicht der Bungalow von Lord Cunningham? Er ist es. Darf ich fragen, was Sie von ihm möchten? Wir kennen uns aus dem Reformclub in London. Ist der Lord nicht zu sprechen? Nein, er ist nicht hier. Dürfte ich erfahren, wer Sie sind? Mein Name ist Phyllis Baldwin. Und ich bin auf Einladung Lord Cunninghams hier. Allerdings ist er bisher noch nicht hier aufgetaucht. Das kann er auch nicht mehr, denn er ist tot. Tot? Also falls das ein Scherz sein soll, dann werde ich mich bei der Leitung dieser Insel über Sie beschweren. Bei Mr. Munbar persönlich. Miss Baldwin, mein Name ist Julie Swaggart. Mein Vater ist Mr. Munbars Stellvertreter. Dürfen wir vielleicht einen Augenblick hereinkommen? Ich weiß zwar nicht, wozu das gut sein soll, aber bitte, treten Sie näher. Danke sehr, Madame. Cunningham ist tot? Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Wie konnte denn das passieren? Er wurde ermordet in einer schäbigen Hafengasse in San Francisco. Ekelhaft. Ich würde gern wissen, wann Sie den Lord das letzte Mal lebend gesehen haben. Muss ich mir diese ordinären Fragen wirklich gefallen lassen? Also schön. Ich sah ihn zuletzt vor 2 oder 3 Monaten. Ich glaube, es war in Monte Carlo. Und an jenem Abend war er noch sehr gesund. Er hat Sie hierher eingeladen, sagten Sie? Ich weiß noch sehr gut, was ich sagte. Wir wollten diese Reise zusammen unternehmen. Das ist alles, was ich dazu noch sagen werde. Natürlich. Bitte entschuldigen Sie die Störung, Miss Baldwin. Wir werden Sie nicht länger belästigen. Das will ich mir auch ausgebeten haben. Auf Wiedersehen. Mon Dieu. Diese Madame hat ihre Haare wirklich nahezu überall im Gesicht. Dir ist also auch aufgefallen, wie abweisend sie war. Und das, obwohl wir ihr gerade offenbart haben, dass ihr Geliebter umgebracht worden ist. Was willst du damit andeuten, Phileas? Halt! Warte. Du meinst, sie hätte mehr Trauer an den Tag legen müssen, richtig? Richtig. Und dass sie es nicht getan hat, kann meiner Meinung nach nur 2 Gründe haben. Also entweder sie wusste bereits, dass der Lord nicht mehr am Leben ist. Oder? Oder sie hat möglicherweise selbst etwas mit seinem Tod zu tun. Denn eines war für uns alle doch wohl ziemlich offensichtlich. Mit dieser Dame stimmt etwas nicht. Hervorragend. Sie haben sie abgewimmelt. So, wie Sie es verlangt haben. Hätte nicht viel gefehlt und Sie hätten es vermasselt. Sie haben mir eben keine genauen Anweisungen gegeben. Glauben Sie etwa, mir ist es leicht gefallen? Schon gut. Jetzt fangen Sie bloß nicht an zu heulen. Kommen Sie da vom Fenster weg. Na los! Warum soll ich? Weil ich es so will. Klar? Er hat gesagt, dass Lord Cunningham umgebracht worden ist. Haben Sie das getan? Was denken Sie, hm? Wollen wir darauf wetten? Irgendwie musste ich ja schließlich auf diese verdammte Insel kommen. Wozu? Was haben Sie vor? Ich weiß nur eins.
Sie sind nicht zum Vergnügen hier, so wie alle anderen. Nein, das kann man nicht gerade sagen. Und damit wissen Sie eigentlich schon mehr, als mir lieb ist, Miss. Was haben Sie mit mir vor? Wollen Sie mich auch erwürgen? Oder wie haben Sie es bei ihm gemacht? Ich rate Ihnen gut, es nicht herausfinden zu wollen. Oder es ist schneller aus mit Ihnen, als Sie denken. Sie können mich nicht ewig hier drinnen einsperren. Nein, damit haben Sie tatsächlich recht. Was mit Ihnen geschehen wird, werde nicht ich entscheiden. Da gibt es jemanden, der dafür besser geeignet ist. Ich habe keine Angst. Ach nein, das sollten Sie aber. Ich verrate Ihnen etwas. Selbst mich graust es, wenn ich in seiner Nähe bin. Und ich bin jedes Mal froh, wenn ich seine Anwesenheit nicht länger als nötig ertragen muss. Was führen Sie im Schilde? Sie und dieser Kerl? Das werden Sie noch früh genug erfahren. Vielleicht hat sie bis dahin aber auch schon der Teufel geholt, wer weiß. Aber eines kann ich Ihnen verraten. Es wird nicht mehr lange dauern. Sie starren die ganze Zeit aus dem Fenster und auf den Hafen hinaus. Fast so, als würden Sie noch jemanden erwarten. Ich sehe, ich habe Sie offenbar unterschätzt, meine Teuerste. Ja, ich warte tatsächlich auf jemanden. Einen, der einen ganz besonderen Weg wählen wird, um auf diese Insel zu gelangen. Wenn er da ist, sind wir komplett. Hören Sie, lassen Sie mich gehen. Sobald wir anlegen, werde ich die Insel verlassen und Sie werden nie wieder von mir hören. Sie gehen lassen? Tut mir leid, aber das kann ich nicht. Vollkommen ausgeschlossen. Ich verstehe. Sie haben nicht die Absicht. Oh Gott, Sie wollen überhaupt niemanden von dieser Insel lassen, stimmt's? Gehen Sie zurück in die Küche und machen Sie mir ein Omelett. Gehen Sie jetzt, Phyllis. Ich bin überzeugt davon, dass diese Miss Baldwin der Schlüssel zu Lord Cunninghams Geheimnis ist. Ich denke, wir sollten jeden ihrer Schritte überwachen. Glaubst du, dass sie vielleicht sogar seinen Mörder kennt? Schon möglich. Auf jeden Fall weiß sie mehr, als sie zugibt. Habt ihr nicht ihren nervösen Blick bemerkt? Ich hatte das Gefühl, ihr war unser Besuch mehr als nur unangenehm. Bleibt die Frage, was wir als nächstes tun. Der Mörder läuft noch immer frei herum und jede Nacht verschwinden Menschen von der Insel. Ich gestehe es mir nur ungern ein, aber ich glaube, Vater unterschätzt die Situation. Irgendetwas ist hier bei uns auf der Insel. Das glaube ich auch. Und es wird weitermachen, wenn wir nicht einschreiten. Achtung, Achtung, hier spricht Kommando Sinto. Ich bitte Sie einen Moment um Ihre Aufmerksamkeit. Uns nähert sich von Backbord ein Segler. Eine Kollision ist unvermeidbar. Bitte bewahren Sie die Ruhe. Der Standard Island kann nichts geschehen. Es besteht keine Gefahr für Ihre Sicherheit. Ich wiederhole, Ihre Sicherheit ist nicht in Gefahr. Was hat das nun wieder zu bedeuten? Du hast es doch gehört. Offenbar hält er ein Segelschiff direkt auf die Insel zu. Seltsam. Ob es in Seenot geraten ist? Bei diesem herrlichen Wetter? Kommt, ich denke, wir sollten uns das ansehen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, Mr. Fogg. Captain Simcoe hat zwar gesagt, dass keine Gefahr besteht, aber... Nun ja, wenn wirklich keine Gefahr bestünde... Hätte es gar keine Durchsage gegeben, meinen Sie das? Na großartig. Ich wusste doch gleich, dass dies hier keine Vergnügungsfahrt wird. Phileas Fogg und seine Weggefährten bestiegen die nächste Elektrobahn, die sie rasch in Richtung des Hafens brachte, wo bereits eine größere Menge an Schaulustigen zusammengelaufen war. Gegen den Wind segelte tatsächlich eine Brigg, die nur noch wenige Fuß von der Standard Island entfernt war. Kein Mann war an Deck zu sehen. Auf der Plattform der Insel wartete alles auf die Kollision, die jeden Moment erfolgen musste. Haltet euch an der Reling fest. Man kann nie wissen, wie stark die Erschütterung wird. Das Schiff wird an der Insel zerschellen und aufplatzen wie eine Walnuss. Der Kapitän muss ein Wahnsinniger sein. Und noch immer ist niemand zu sehen. Weder an Deck noch am Steuer. Es sieht aus wie ein Geisterschiff. Achtung, Leute! Tretet zurück! Zurück, sage ich! Oder wollt ihr etwa von Bord geschleudert werden? Der Kapitän treibt seine Schäfchen zurück. Achtung, gleich ist es soweit. Jetzt, festhalten! Oh Gott!
Gott, seht doch! Die Masten knicken um wie Strohhalme. Die Brigg ist leckgeschlagen. Sie sinkt. Als ob sie in einen Strudel geraten ist. Seht doch! Da ist einer im Wasser. Watson, lassen Sie sofort eins der beiden Propellerboote zu Wasser. Da ist ein Schiffbrüchiger im Wasser. Ei, ei, Sir! Da ist tatsächlich noch jemand an Bord gewesen. Er klammert sich an ein leeres Fass. Drei erfahrene Matrosen kletterten in ein kleines, von zwei leistungsstarken Propellern angetriebenes Boot, das aus dem C-förmigen Hafen der Standard Island heraus auf das offene Meer hinausschoss. An der Stelle, wo sich eben noch der Segler befunden hatte, trieben nur noch einzelne Trümmerteile an der Wasseroberfläche. Mitten darunter war ein Mann, der sich nach wie vor an sein Stück Treibgut klammerte. Commander Simcoe beobachtete mit seinem Ingenieur Watson und allen anderen die Rettungsaktion mit aufmerksamen Augen. Der bärtige Mann wurde von den Matrosen aus dem Wasser gezogen und nach einer Weile, nachdem klar wurde, dass es keine weiteren Überlebenden gab, kehrte das Boot in den sicheren Hafen zurück. Commander, die Matrosen haben diesen Mann geborgen. Er ist unverletzt und sagt, sein Name sei Sarol. In Ordnung, Mr. Watson. Was ist mit Ihnen? Können Sie sprechen? Ich höre Sie klar und deutlich, Sir. Welche Funktion hatten Sie an Bord Ihres Schiffes, Mr. Sarol? Ich war der Captain. Wie bitte? Dann erklären Sie mir doch bitte mal, wie es zu diesem Unglück kommen konnte. Was ist mit Ihrer Besatzung passiert? Und wo zum Teufel waren Sie, als wir Signale gegeben haben? Sie stellen viele Fragen, Sir. Meine Besatzung hat mich schon vor langer Zeit verlassen. Sie hat mich allein auf einem Schiff zurückgelassen, das manövrierunfähig war. Großer Gott, ich... Watson, nun sorgen Sie doch endlich dafür, dass die Leute hier wegkommen. Nein, Sir. Ladies and Gentlemen, die Bergungsaktion ist vorüber. Bitte gehen Sie weiter. Es gibt hier nichts mehr zu sehen. Lästige Schmeißfliegen. Ich werde dafür sorgen, dass Sie zu einem Arzt gebracht werden, Captain Sarol. Nicht nötig, Sir. Geben Sie mir einfach einen Schlafplatz, an dem ich mich etwas ausruhen kann. Dann werde ich rechtzeitig wieder bei Kräften sein. In Ordnung. Ganz wie Sie wünschen. Bitte kommen Sie, ich bringe Sie zu den Unterkünften. Unsere Bungalows sind leider alle restlos belegt. Habt ihr das gehört? Ein seltsamer Mann. Er ist mir nicht geheuer. Er hat vorgegeben, geschwächt zu sein. Aber haben Sie mal seine Augen beobachtet? Darin war nicht die geringste Spur Müdigkeit. Er hat sich ständig umgeblickt, so als würde er jede Einzelheit registrieren wollen. Was ist mit dir, Phileas? Du wirkst so nachdenklich. Mir geht etwas nicht aus dem Kopf, was dieser Sarol gesagt hat. Er hat gesagt, dass er rechtzeitig wieder bei Kräften sein wird. Rechtzeitig wofür? Genau das ist die Frage, Aouda. Rechtzeitig wofür? Ich halte es für äußerst wichtig, dass Mr. Munbar von alledem hier erfährt. Sie wissen selbst, dass er ein vielbeschäftigter Mann ist. Aber ich werde mit ihm darüber reden. Wo genau ist es denn jetzt, Watson? Weiter hier entlang, Sir. Die Unterkünfte sind nicht mehr weit. Dass Sie sich immer so genau hier zurechtfinden, das hier unten wirkt immer wie eine völlig fremde Welt für mich. Es ist vor allem eine dunkle Welt, Mr. Swaggart. Wer sich hier nicht auskennt, könnte tagelang umherirren, ohne den Ausgang zu finden. Furchtbar warm und stickig hier unten. Gerade so, als ob... Was war das? Eine der Antriebswellen im Maschinenraum, Sir. Kein Grund zur Besorgnis. Den finden Sie allerdings hier drüben. Was ist das? Hier hat der Maschinist Gonzales geschlafen. Es ist der Bereitschaftsraum. Der Ort, an dem er zuletzt gesehen wurde. Darf ich bitten? Was ist das für ein unangenehmer Geruch? Sie werden gleich wissen, was es ist, sobald ich Ihnen das hier gezeigt habe. Das ist ja Blut. Großer Gott, es sieht aus, als ob ihn etwas auf seinem Lager zerrissen hätte. Verstehen Sie jetzt, warum ich Sie hierher führen musste? Sie hätten es mir sonst nicht geglaubt. Was nicht geglaubt? Dass hier etwas bei uns an Bord ist. Etwas, das auf unser Leben, auf unser Blut aus ist.
mit dem Mädchen und mit Summers hat es begonnen und was immer es ist, es wird nicht eher ruhen, bis es uns alle erwischt hat. Watson, ich denke nicht, dass wir jetzt... Nein, Sir! Jetzt hören Sie mir mal zu! Jemand von uns muss diesen Wahnsinn stoppen, bevor die Insel der Milliardäre zu einer Insel der Toten geworden ist. Haben Sie sich mal überlegt, was passiert, wenn es mich auch noch erwischt? Nun, es ist doch ziemlich unwahrscheinlich. Haben Sie es denn noch immer nicht begriffen? Man versucht, die Mannschaft systematisch auszurotten, während die Reichen da oben denken, dass wir geradewegs dem Paradies entgegensegeln. Dabei ist das genaue Gegenteil der Fall. Und nur Sie können es aufhalten, Mr. Swaggart. Das ist längst nicht so einfach, wie Sie sich das vorstellen. Mr. Munbar muss veranlassen, dass wir den Kurs ändern und unverzüglich den nächsten Hafen anlaufen. Es muss etwas geschehen. Jetzt! Also schön. Ich hatte gehofft, dass ich das Verschwinden des zweiten Ingenieurs geheim halten konnte, bis, nun ja, die Ursache geklärt ist. Aber ich fürchte, wir können tatsächlich nicht mehr länger warten. Nicht nach dem hier. Da kommt jemand den Gang herunter. Wer zum Teufel ist das? Haben Sie einen Revolver bei sich? Sind Sie verrückt? Warum sollte ich denn... Weil sich dort vielleicht die Ursache allen Übels nähert. Hallo? Hey, Sie da, wer sind Sie? Was haben Sie hier unten zu suchen? Er kommt näher, aber ich kann sein Gesicht noch immer nicht erkennen. Er scheint verletzt zu sein. Er muss sich an der Wand abstützen. Watson, das ist kein Mörder. Der Mann benötigt unsere Hilfe. Sind Sie verrückt? Mr. Swaggart, bleiben Sie hier! Hey, Sir, was ist mit Ihnen? Sie bluten ja. Weg hier. Wir müssen hier raus. Er ist noch immer hinter mir her. Von wem zum Teufel reden Sie da? Was ist hier los? Großer Gott, sind Sie nicht dieser Musiker? Ich habe mich auf dem Weg zum Sportsaal verlaufen. Ich bin immer weiter in das Innere dieser Insel gelangt, bis ich plötzlich bemerkte, dass ich nicht alleine war. Wer hat Sie so zugerichtet? Ich habe ihn nicht erkennen können. Er kam über mich wie ein Schatten. Ich spürte etwas Scharfes an meinem Hals. Ich riss mich los und rannte diese endlos langen Gänge entlang. Wo ist dieser Kerl jetzt? Ich habe keine Ahnung, Monsieur. Ich weiß nur, dass ich ihm nicht noch einmal begegnen möchte. Wir müssen ihn sofort zu einem Arzt bringen. Er verliert zu viel Blut. Dann bringen Sie uns endlich hier raus, Watson. Wir müssen dort entlang, bis zur nächsten Abzweigung. Dort befindet sich ein Aufstieg. Ich danke Ihnen, Monsieur. Ohne Sie wäre ich diesem Phantom vermutlich zum Opfer gefallen. Schon in Ordnung. Sie haben mich beide davon überzeugt, dass sich irgendetwas sehr Gefährliches zu uns an Bord geschlichen hat. Gebe Gott, dass wir ein Mittel finden, es wieder loszuwerden. Was immer es ist, Gentlemen, und was immer hier unten geschehen ist, muss unter uns bleiben. Wenn bekannt wird, dass hier eine Bestie frei herumläuft, können wir hier alle unser Testament machen. Das ist mir egal. Ich habe nur keine Lust. Mon Dieu, da ist er! Das ist doch Summers, aber was ist aus ihm geworden? Ihr entkommt mir nicht! Er hat mich gebissen! Monsieur Swaggart, das ist ein Vampir! Wir müssen eingreifen! Aber sehen Sie ihn sich doch an! Was können wir denn gegen so jemanden tun? Er wird uns alle in Stücke reißen! Die Tür! Die Seitentür da vorne! Schnell! Dahinter befindet sich... Schnell, Swaggart! Oh Gott, ich muss träumen! Lass ihn los, du Bestie! Hier bin ich! Ich bin es doch, den du willst! Swaggart! Beeilt sich, ja, um Himmels Willen! Ich mach ja schon. Hier, das hier. Mr. Frascolin, haben Sie ein Streichholz? Ja, aber warum? Das werden Sie gleich sehen. Halten Sie das Streichholz bereit und wenn ich jetzt sage, entzünden Sie es. Verstanden? Verstanden. Er bringt mich um! Hier, nimm das, du Kreatur! Es hat von ihm abgelassen. Frascolin, jetzt! Da hast du es. Bin gespannt, wie dir das gefällt. Es funktioniert. Die Bestie ist in Flammen aufgegangen. Watson, sind Sie schwer verletzt? Warten Sie, ich helfe Ihnen auf. Ich hab Hals erwischt. Verdammt, tut das weh.
Sie bluten, Watson. Sie müssen beide zu einem Arzt. Schnell! Gott, dieser Gestank! Aber wenigstens haben wir das Untier jetzt erwischt. Jetzt wird alles gut. Vertrauen Sie mir. Swaggart half den beiden anderen so gut er konnte nach oben. Er tat es in der Gewissheit, nun endlich das Übel auf der Insel ausgerottet zu haben, nicht ahnend, dass dies erst der Anfang von einer weitaus schlimmeren Katastrophe war. Monsieur Passepartout, nehme ich an? Derselbe, Commander Simcoe. Ich bin sofort soweit. Mr. Fogg hat mich bereits in Kenntnis gesetzt, was geschehen ist. Ein Mörder an Bord. Das hat uns gerade noch gefehlt. Monsieur Fogg lässt sich entschuldigen. Er ist nach wie vor der Überzeugung, dass mit der reichen Miss Phyllis Baldwin etwas nicht recht in Ordnung ist. Er ist auf dem Weg zu ihr. Ja, schon recht. Unter uns, Monsieur Passepartout. Ich verstehe nicht, warum Mr. Swaggart in dieser Sache noch nichts unternommen hat. Oder Mr. Munbar. Ja, manchmal frage ich mich sogar, ob dieser Mensch überhaupt existiert. Wollen Sie damit sagen, dass Sie ihn noch nie gesehen haben? So ist es. Es heißt, er sei hier auf der Insel, aber allmählich habe ich daran so meine Zweifel. Ich bin fertig, kommen Sie. Mr. Fogg hat Ihnen von unserem Verdacht diesem Kapitän Sarol gegenüber erzählt? Allerdings. Und es deckt sich haargenau mit meinen eigenen Eindrücken. Diese Kollision war kein Zufall. Die Brig hat gezielt Kurs auf die Standard Island genommen. Auch wenn dieser windige Hund steif und fest das Gegenteil behauptet. Wo befindet sich seine Kabine? Ich habe ihn in der Nähe der Mannschaft unterbringen lassen. Kabine 57 befindet sich genau hier. Captain Sarol, sind Sie wach? Er scheint Sie nicht gehört zu haben. Ihr Mr. Fogg scheint ein heller Kopf zu sein. Oder er hat eine gesunde Menschenkenntnis. Dieser Sarol ist ausgeflogen, wie es scheint. Ach, ein Generalschlüssel, sieh an. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Hereinspaziert. Tatsächlich. Es ist niemand hier. Aber wo kann er hin sein? Ich denke, er sollte sich erholen. Wenn er denn überhaupt jemals ernsthaft angeschlagen war. Tja, Sie glauben demnach also auch... Dass dieser Kerl mit allen Mitteln auf diese Insel wollte. Und da er das vermutlich nie auf ehrliche Weise geschafft hätte, kam ihm dieser tollkühne Einfall. Die Frage ist nur, wozu? Aha. Was hat er hier verloren? Sehen Sie sich mal das hier an. Das hat bei seinen Sachen gelegen, eine lederne Hülle. Das sieht aus wie ein wasserdichter Transportbehälter für... Tja, Dokumente vielleicht. Sie denken, dass er etwas bei sich hatte, das er auf die Insel geschmuggelt hat? Der Verdacht drängt sich doch geradezu auf. Und jetzt weiß ich auch, was es war. Wissen Sie, was das hier ist? Das sieht nach einer Karte aus. Nein, es sind mehrere. Das sind die genauen Baupläne von Standard Island. Sie sind streng geheim. Aber dieser Halunke hat sie bei sich gehabt, vermutlich um sie zu studieren. So eine unglaubliche Dreistigkeit. Commander Simcoe? Ja, was gibt es? Was haben Sie da gefunden? Das hier macht mir noch mehr Sorgen als die Pläne. Dies sind jede Menge Zündschnüre. Allmächtiger, was? Wir müssen sofort herausfinden, wo der Kerl steckt. Nicht mehr nötig, Commander. Captain Sarol, ich verlange auf der Stelle eine Erklärung, was das alles Vorsicht, hier... Commander! Der Kerl hat ein Messer! Was? Fahr zur Hölle, Mistkerl! Sie haben den Mann umgebracht, Sie Wahnsinniger! Du kommst hier ebenfalls nicht mehr lebend raus. Das könnte Ihnen so passen! Bleib stehen, du feiger Hund! Komm zurück! Es gab in Passepartouts Leben einige Situationen, in denen er um sein Leben rennen musste. Diese hier war eine davon. Er wusste, dass er in der Enge der Kabine keine Chance gegen den kräftigen Seemann hatte, und so hastete er den Gang entlang, den er zuvor mit Commander Simcoe beschritten hatte. Er schlüpfte durch einen engen Durchgang und folgte einer Leiter, die ihn hinunter zu den tiefer gelegenen Decks führte. Er wusste nicht, ob er Sarol abgehängt hatte,
als er plötzlich im Augenwinkel eine Bewegung wahrnahm. Ah, kommen Sie mir nicht zu nah! Passepartout, was um alles in der Welt ist passiert? Monsieur Fogg, wie kommen Sie hierher? Ich habe das Haus von Phyllis Baldwin beschattet. Passepartout, ich glaube, ich habe Cunninghams Mörder gefunden. Er hat Miss Baldwin entführt? Ich fand Spuren in ihrem Bungalow, die darauf hindeuten. Es war purer Zufall, dass ich ihnen bis hierher folgen konnte. Aber dann habe ich die beiden aus den Augen verloren. Es ist wirklich nicht leicht, sich hier unten zurechtzufinden. Es ist entsetzlich, was du mir von Commander Simcoe erzählt hast. Hier ist eine Verschwörung im Gange, Passepartout. Und wir stecken mittendrin. Und der Mörder Cunninghams und dieser Sarol sind die Anführer? Nein, das denke ich nicht. Ich glaube vielmehr, dass wir den eigentlichen Drahtzieher noch gar nicht zu Gesicht bekommen haben. Vielleicht ist sein Name sogar Callistus Munbar. Oder aber... Das war ein Schott. Ganz in der Nähe. Hören Sie doch, Sir. Da kommt jemand. Sie kommen direkt auf uns zu. Mach dich bereit, Passepartout. Bereit wofür? Ich. Phileas? Phileas! Du bist es wirklich! Aouda! Gott sei Dank. Phileas, ihr dürft nicht länger hier unten sein. Wir sind gekommen, um euch zu warnen. Dies hier ist Benjamin Johnson. Er ist... Der Küchenbursche, nicht wahr? Wir sind uns schon mal über den Weg gelaufen. Ganz recht, Sir. Ihre Frau bat mich, Sie auf Ihrer Suche zu begleiten. Was ist geschehen? Ich habe noch einmal mit Mr. Swaggart gesprochen. Er muss noch vor einer Stunde ebenfalls hier unten gewesen sein. Monsieur Frascolat und der Ingenieur Watson sind hier unten von einer Bestie angegriffen worden. Swaggart wollte mit der Sprache nicht herausrücken, aber Frascolin hat es uns erzählt. Er und Watson werden gerade von den Ärzten behandelt. Sie wurden angegriffen? Von wem? Das ist vielleicht das Schlimmste von allem. Frascolin behauptet, es sei der zweite Ingenieur Summers gewesen, aber aus seinem Oberkiefer ragten zwei nadelspitze Eckzähne. Auch Swaggart musste zugeben, dass er es gesehen hat. Die Rede ist von Vampiren, Mr. Fogg. Vampire? Hier auf Standard Island? Nicht das auch noch, mon Dieu! Diese Insel rast geradewegs in ihr Verderben! Phileas, du weißt, an wen ich da denke. Es liegt noch nicht lange zurück. Das Schloss in den Karpaten. Es sieht ganz danach aus, als hätte Graf Dracula seinen Wirkungskreis verlagert. Du darfst dich nicht mit ihm anlegen. Das ist kein Mensch. Wenn er für all das hier verantwortlich sein sollte, dann müssen wir sofort die Besatzung und die Passagiere warnen und schnellstmöglichst den nächsten Hafen anlaufen. Ich fürchte, dass es dazu längst zu spät ist. Passepartout hat in der Kabine von Kapitän Sarol Zündschnüre gefunden. Was soll das heißen? Denken Sie etwa, jemand will die ganze Insel in die Luft jagen? Aber wo zum Teufel sollte man denn... Was haben Sie? Ist Ihnen etwas eingefallen? Die Weinfässer. Oh mein Gott! Jetzt weiß ich, was geschehen ist. Sagen Sie es uns! Jetzt geht es um jede Sekunde! Kurz vor dem Ablegen in Frisco haben wir eine Ladung Weinfässer an Bord genommen. Wir nehmen für gewöhnlich Stichproben, doch als ein Kollege versuchte, eines der Fässer zu öffnen, wurde er vom Küchenchef sehr grob zurückbeordert. Dann steckt der Kerl vermutlich auch mit drin. Wo sind diese Fässer jetzt? Sie wurden hier heruntergeschafft, wenn ich mich nicht irre. Zeigen Sie uns den Weg, schnell! Benjamin Johnson und unsere drei Abenteurer machten sich sofort auf zu dem Lagerraum, in dem die Weinfässer hätten sein sollen. Doch die meisten von ihnen waren nicht mehr da. Seht doch mal hier am Boden, das ist... Mon Dieu, das sind Partikel von Schwarzpulver. Dass die Fässer nicht mehr hier sind, kann nur eines bedeuten. Man hat sie fortgeschafft und auf strategisch wichtige Punkte auf der Insel verteilt, um sie im geeigneten Moment in die Luft fliegen zu lassen. Irgendjemand will die Insel mit allen Menschen darauf versenken. Hilfe! Das war doch... Mon Dieu, das war Miss Baldwin! Von wo kam das? Das war irgendwo über uns. Dann nichts wie hin. Zeigen Sie uns den Weg, Johnson. In Ordnung, folgen Sie mir. Beeilt euch! Hier vorne, warten Sie!
Hier ist eine Tür. Was ist das hier? Eine Art Notausgangstür für die Besatzung. Falls... Nun ja, falls hier etwas überflutet werden sollte. Über diese Steigleiter gelangen sie schneller nach oben. Auf jedem Deck befindet sich ein Ausstieg. Dann rauf da, los! Nein, nicht! Lassen Sie mich gehen! Hilfe! Da war es wieder. Sie muss ganz in der Nähe sein. Noch ein paar Stufen. Was ist mit diesem Schott da oben, Johnson? Können Sie es öffnen? Ich denke ja, Sir. Dann tun Sie es jetzt, aber seien Sie vorsichtig. Jetzt! Gib Acht, Phileas. Es ist so dunkel hier. Wo zum Teufel sind wir hier? Nicht, um Himmels Willen. Laufen Sie! Laufen Sie, oder er wird Sie alle umbringen! Halt's Maul, verdammt! Sieh nur, was du angerichtet hast. Miss Baldwin! Was hat der Mann mit Ihnen gemacht? Gehen Sie schnell! Sie wissen nicht, worauf Sie sich hier eingelassen haben! Wir werden nicht gehen, im Gegenteil. Haben Sie keine Angst, Miss. Wir werden Sie hier rausholen. Sieh an, der Schnüffler aus San Francisco. Wir sind uns schon einmal begegnet, richtig? Und zwar in dem alten Haus am Hafen, kurz nachdem Sie Lord Cunningham umgebracht haben. Ihr kommt hier nicht mehr lebend raus. Er wird euch alle holen. Alle! Glauben Sie ihm, es ist besser, denn... Die Lichter flackern. Was hat das zu bedeuten? Es bedeutet, dass eure letzte Stunde geschlagen hat. Er kommt. Hört nur, er kommt! Großer Gott, was ist das? Guten Abend, verehrte Gäste. Es ist soweit. Die Stunde eures Todes ist gekommen. In der breiten Türöffnung war eine hochgewachsene Gestalt aufgetaucht, die sich im nächsten Moment aus dem Schatten löste. Zwei kalte Augen starrten die Anwesenden aus einem bleichen Gesicht heraus an. Das Wesen war von Kopf bis Fuß in Schwarz gekleidet. Lediglich die Innenseite des Capes war rot gefüttert und schuf eine Assoziation zu dem Trank, von dem es sich ernährte. Menschenblut. Vor ihnen stand kein anderer als der König der Vampire, Graf Dracula. Phileas Fogg, ich hätte nicht gedacht, dass Sie den Mut besitzen, sich mir noch einmal in den Weg zu stellen. Ich hätte viel früher darauf kommen müssen, dass Sie hinter all dem Übel stecken. Was haben Sie mit dieser Insel vor, Dracula? Ich habe sie in meine Hand gebracht. Das muss Ihnen als Information genügen. Er will sie vernichten. Die reichsten Menschen der Welt, alle auf einen Schlag ausgelöscht. Überleg doch, welches Chaos er damit anrichten würde. Schweig, Elende! Ihr werdet meine Pläne nicht durchkreuzen. Sarol? Ja, Meister? Lösch diesen Wurm und sein Gefolge aus. Und dann wird diese Insel unser sein. Tötet sie! Mit Vergnügen. Archie, lass es uns gemeinsam tun. Ja. Nein, das könnte Ihnen so passen. Mr. Fogg, hier hindurch. Schnell! Her mit dem Gewehr, du Verräter! Verflucht! Was tut ihr denn, ihr Versager? Tötet sie! Ach, meine Hand! Ach, du Verdammte! Weg hier, durch die Tür, Mrs. Fogg! Miss Baldwin, kommen Sie! Haltet sie auf! Passepartout, hilf mir, den Riegel vorzuschieben! Sofort, Sir! Jetzt! Die Tür ist zu. Aber was tun wir jetzt? Sie werden uns verfolgen. Wir müssen hier raus. Nach oben. Das ist unsere einzige Chance. Wartet. Sind Sie verrückt? Ich will sofort hier raus, ehe diese Wahnsinnigen einen anderen Weg entdeckt haben. Seht doch, die Fässer. Man hat sie an der Bordwand angebracht. Zumindest einen großen Teil. Natürlich. Wenn sie hier explodieren, in der Mitte der Insel und unterhalb der Wasseroberfläche, würden sie den größten Schaden anrichten. Wir müssen den Sprengstoff unschädlich machen.
während diese Bestie hinter uns her ist? Haben Sie nicht gehört? Wenn wir uns nicht um die Fässer kümmern, werden wir auf jeden Fall sterben. Also los! Wir brauchen Wasser, um das Pulver anzufeuchten. Die Trinkwasservorräte. Wir könnten einen Teil davon verwenden. Zeigen Sie Passepartout den Weg. Miss Baldwin, Aouda, ihr beide kommt mit mir nach oben. Was haben Sie vor? Mr. Johnson, gibt es auf der Insel so etwas wie ein Gotteshaus, eine Kirche, etwas in der Art? Eine kleine Kapelle. Sie liegt genau im Mittelpunkt der Insel. Sie müssen die Passagiere dorthin bringen, um sie vor Dracula zu schützen. Sie und Passepartout werden das übernehmen, sobald sie hier unten mit den Fässern fertig sind. Phileas, du willst die beiden hier unten allein lassen? Was, wenn... Hast du gehört, Aouda? Das Hämmern an der Tür hat aufgehört. Sie wissen, dass diese Fässer wertlos für sie geworden sind. Also werden sie an anderer Stelle zuschlagen. Wir müssen alles daran setzen, die restlichen Fässer vor ihnen zu finden. Phileas Fogg und die beiden Frauen rannten einem Ausgang aus dem Labyrinth entgegen, von dem eine Treppe nach oben führte. Als sie das Oberdeck erreichten, war bereits die Nacht hereingebrochen und die Beleuchtungsanlage war eingeschaltet. Auf den Straßen war kaum Betrieb. Als sie Phyllis Baldwin bei der kleinen Kapelle abgesetzt hatten, erkannte Fogg plötzlich einen Schatten, der sich in Richtung des Hafens auf die Propelleranlage zubewegte. Phileas, das ist dieser Archie. Was hat er vor? Die Propeller. Sie haben es auf den Antrieb der Insel abgesehen. Schnell, wir müssen ihn stoppen. Oh, er hat den ersten Propeller erreicht. Mein Gott, er legt eine Zündschnur. Verdammt, wir schaffen es nicht rechtzeitig. Sie brennt. Lauf, Phileas. Um Himmels Willen, lauf! Halt! Du schon wieder. Du wirst mich nicht noch einmal aufhalten. Siehst du, den ersten Propeller wird es gleich erwischt haben. Du bist zu spät, Mistkerl! Oh Gott! Aouda! Wirf dich flach auf den Boden, schnell! Das war der erste! Fehlen noch drei! Dazu werden sie nicht mehr kommen! Ja! Ja! Du wirst mich nicht daran hindern! Und ob ich das tue? Na, warte! Pass auf, Phileas! Er treibt dich direkt auf den Propeller zu! Du wirst so oder so sterben, Fogg. Entweder fliegt hier alles in die Luft oder du wirst in Stücke gerissen. Niemals! Jetzt hab ich dich. Rüber mit dir. Lass mich los. Los. Nehmen Sie die Hände von meinem Mann. Au! Verfluchtes Biest. Aouda, pass auf. Ich werde dich loslassen. Jetzt. Er stürzt. Achtung, Phileas, der Propeller. Oh mein Gott, wie entsetzlich! Oh. Er wurde in den Propeller gezogen. Komm da weg, Aouda, bitte. Mr. Fogg, Grundgütiger, Sie sind verletzt? Nein, Mr. Swaggart. Aber ich fürchte, es hat einen der Propeller erwischt. Vater und ich haben die Explosion gehört, als wir auf dem Weg zur Kapelle waren. Sind die Passagiere in Sicherheit? Mr. Passepartout und der Küchenbursche Johnson haben die Leute zusammengetrommelt. Ich kann noch immer nicht glauben, was geschehen ist. Um ein Haar hätte es uns alle erwischt. Sie haben die Gefahr gebannt, Mr. Fogg. Ich danke Ihnen. Täuschen Sie sich nicht, Mr. Swaggart. Sie ist noch lange nicht vorbei. Unsere Probleme fangen gerade erst an. Was ist das? Die Lichter flackern. Sehen Sie, was ich meine? Mr. Swaggart, bringen Sie Ihre Tochter in Sicherheit. Da kommt etwas auf uns zu. Phileas Fogg und seine Freunde hatten das Schlimmste verhindern können. Die Insel war nahezu unversehrt geblieben und die Passagiere befanden sich, zumindest vorübergehend, in Sicherheit. Aber unter Deck ging noch immer das Grauen in der Gestalt des Grafen Dracula um und auch sein Handlanger Kapitän Sarol war weiter am Leben und sann auf Rache. Die Insel der Milliardäre trieb einem ungewissen Schicksal entgegen. Einem Schicksal, mit dem wir uns beim nächsten Mal beschäftigen wollen. Gönnen wir Phileas Fogg und seinen Mitstreitern, so wie auch uns, eine kleine Verschnaufpause.
bevor wir in unserer nächsten Geschichte noch einmal auf die Propellerinsel zurückkehren. Also, meine lieben Freunde, Mesdames et Messieurs, geben Sie gut auf sich acht. Ich möchte nicht auf Sie verzichten in unserem kommenden Abenteuer. Bis dahin bleibe ich selbstverständlich gerne Ihr ergebener Jules Verne.